Erev Tov, wir sind wieder einmal einen Monat vor Rosh Hashanah, im Monat Elul. Diesen Monat Elul ist wie jedes Jahr der Monat der Vorbereitung, der Monat der Abrechnung, der Analyse sozusagen. Ja? Zum Monat Elul, wir machen eine Abrechnung, wo waren wir dieses Jahr, was haben wir falsch gemacht, was haben wir richtig gemacht. Deshalb ist der Monat Elul ein Monat der Abrechnung, als Vorbereitung für Rosh Hashanah. Aus mehreren Gründen ist der Monat Elul, dieser Monat, als erstes, das ist der letzte Monat im Jahr. Und immer wenn man kommt zu einem Abschluss, macht man eine Analyse. Man schaut immer zurück, was war bis jetzt. Und zweitens ist der Monat Elul Chodesh HaRachamim, der Monat der Barmherzigkeit. Wieso? Erstens, was heißt das mal? Was ist Monat der Rachamim? Chodesh HaRachamim. Das bedeutet, dass es nicht nur ein Monat der Abrechnung ist. Und bei einer Abrechnung gibt es Fakten. Das habe ich richtig gemacht, das habe ich falsch gemacht. Ich kann daran nichts mehr verändern. Aber bei uns, der Monat Elul ist mehr als nur ein Monat, wo man eine Analyse aufstellt. Es ist ein Monat, wo, nachdem wir die Analyse aufgestellt haben, wir auch reparieren können dieses Jahr, vor dem neuen Jahr. Das heißt, ein Mensch, der sich zum Monat Elul richtig aufführt, er kann wieder gut machen, was er in diesem Jahr versäumt hat, schlecht gemacht hat. Das ist Chodesh HaRachamim, nicht nur eine analytische Sache. So war ich, so stehe ich, hier bin ich jetzt. Sondern ich kann die Dinge auch wieder gut machen, damit er zum Tag des Gerichts Rosh Hashanah sauber kommt. Auch warum ist es der Monat der Rachamim? Das ist nicht einfach so dahergeholt, das ist eine historische Sache. Wissen wir, Moshe Rabbeinu, nachdem das Volk die Sünde des goldenen Kalbs gemacht hat, ist zu Gott gegangen und hat um Vergebung gebeten. Und wir wissen, er ist heraufgegangen an einem Montag auf den Berg Sinai hinauf, dann an einem Donnerstag, 40 Tage später, ist er gegangen zurück runter vom Berg Sinai. Warum wird von diesem Montag und Donnerstag? Weil deshalb lesen wir aus der Tora am Montag und Donnerstag. Deshalb sagen wir, wie lange ist Tachanun am Montag und Donnerstag, weil es ist eine Zeit von Etration. Montag und Donnerstag überhaupt, in jeder Woche sind die Tore des Himmels weiter geöffnet als im Laufe der restlichen Wochentage. Der Moshe Rabbeinu ist raufgegangen zu beten am Montag und am Donnerstag. Deshalb sind die zwei Tage besondere Tage. Deshalb sprechen wir Gebete, lesen aus der Tora. Bitte? Womit haben diese zwei Tage das verdient? Das ist eine gute Frage, hast du gestellt. Nun, wäre es Sonntag und Dienstag, hätten wir dasselbe gefragt. Sicher gibt es eine Antwort. Ich muss überlegen, welche Antwort. Aber das alles ist passiert im Monat Elul. Zu Rosh Chodesh Elul ist Moshe raufgegangen an einem Montag. Und zu Yom Kippur, 40 Tage später, ist Moshe runtergekommen. Mit den 10 Geboten, den Tafeln, 10 Geboten, das Gott hat ihnen vergeben. Das sind diese 40 Tage der Rachamim, 40 Tage des Erbarmens. Das heißt, der Monat Elul und Aseret Yemei Tshuva, zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, das ist die Zeit, wo es viele Rachamim gibt. Zu Yom Kippur. Zu Shavuot ist Moshe. Zu Shavuot hat Moshe gar nichts runtergebracht. Da hat Gott gesprochen mit uns, Angesicht zu Angesicht, die 10 Gebote hat er aufgesagt. Am 17. Tammuz ist Moshe gekommen mit den ersten 2 Tafeln. Dann hat er sie zerbrochen auf dem goldenen Kalb. Also am 17. Tammuz. 1,5 Monate später, am 1. Elul, ist er wieder raufgegangen auf den Berg Sinai, hat 40 Tage gebetet, nichts gegessen, nichts getrunken und so weiter. Und am Ende der 40 Tage ist er runtergekommen mit dem 2. Gebot. Das war Elul. Erster Elul bis Yom Kippur. Deshalb diese ganze Zeitspanne ist Chodesh HaRachamim. Wo alles, was der Mensch, er nimmt auf sich, er bittet um Vergebung, er betet, er gibt es da keine, er lernt Torah. Alles, was er macht zu dieser Zeit, es hat mehr Wirkung als im Laufe des Jahres.
Also nicht nur an, deshalb bemerkt der Mensch, sagt, okay, ich kann immer Tshuva machen. Oder warum, wenn ich es bis jetzt nicht gemacht habe, warum soll ich es jetzt machen? Was ist heute anders als gestern? Sagt man eben, dieser Monat ist ein besonderer Monat. Das ist nicht wie der andere Monat. Ja, doch, du kannst Tshuva machen im Laufe des Jahres, aber dort ist es ein bisschen schwieriger. Dort, und wenn du, natürlich, du kannst, aber du musst dich mehr anstrengen für die Tshuva. Im Monat der Lul musst du dich nicht anstrengen. Wenn du Tshuva machst, jede Tshuva, jeder kleine Schritt, den du machst, wird von Gott sofort akzeptiert, ohne dass man dich vorher durchleuchtet. Welche Privilegien hast du? Warst du vor dem Gebet in der Mikwe? Hast du davor Lashon Hara geredet? Also, im Laufe der Sache, wir beten zu Gott, das muss viele Filter durchmachen, bis es zu Gott kommt. Monat Elul nicht. Es gibt keine Bürokratie im Himmel, im Monat Elul, sozusagen. Alles, was du machst, sofort kommt nach oben. Ohne, dass es irgendwie vorher abgecheckt wird. Deshalb der Monat Elul, sein Sternenzeichen ist Betula, Jungfrau. Warum Jungfrau? Zu sagen, Jungfrau, Monat Elul ist wie eine Jungfrau, unangetastet von der Sünde. Ja, sicher. Und du willst auch Sternenzeichen. Sternzeichen? Ja. Nee, das ist ja nicht von Horoskop oder so. Das ist dann, das ist früher. Es gibt jeder Monat bekommt ja seinen Einfluss von etwas Spirituellem, einer spirituellen Kraft. Und der Monat Elul steht im Zeichen der Jungfrau. Und das passt genau dazu. Weil so wie die Jungfrau ist unangetastet, sie ist sauber sozusagen, so auch der Monat Elul, in diesem Monat sind wir alle wenigen von, sind alle frei von Sünde, frei von etwas Schmutzigem, frei von und so weiter. Okay? Kommt also heraus, gut, der Monat Elul ist also ein Monat, wo der Mensch erwachen muss. Passen wir auf, es gibt zwei besondere Monate im Jahr. Es gibt den Monat Nisan aus Ägypten, den Monat Tishrei. Rosh Hashanah, Yom Kippur und der Elul ist die Vorbereitung. Diese Monate sind völlig verschieden in ihrer Bedeutung. Der Monat Nisan ist ein Monat der Wunder. Gott bringt uns, führt uns aus Ägypten heraus. Die 10 Plagen, Meeresspaltung, alles voller Wunder. Das heißt, von oben nach unten. In den Schriften steht das, Shir Hashirim Vedodi Li. Gott kommt zu mir. Mein Geliebter kommt zu mir. Er macht den ersten Schritt. Der Monat Nisan ist der Monat, wo Gott den ersten Schritt macht. Alles Wunder. Aber der Monat Tishrei und der Monat Elul, seine Vorbereitung, ist genau umgekehrt. Das ist Ani Ledodi. Ich gehe zu meinem Geliebten. Ich gehe zu Gott, sprich, ich mache den ersten Schritt. Im Laufe des Jahres kann der Mensch sagen, ich bin noch nicht so weit. Ich warte auf ein Zeichen. Ich warte auf eine Inspiration. Und worüber wir glauben an Wunder. Wir sind ein Volk, wir leben auf Wunder. Unsere DNA ist Wunder. Ohne den würden wir gar nicht existieren. Aber der Monat Elul ist, sagt man dir, nein. Der Monat Elul, das ist diese Zeit, das ist eigentlich die einzige Zeit im Jahr, wo gerade der Mensch nicht warten soll auf Wunder, nicht warten soll, dass Gott zu ihm kommt. Sondern er ist derjenige, von dem erwartet wird, dass er den ersten Schritt macht. Deshalb, der Monat Elul steht im Zeichen von Ani Ledodi. Und dann kommt Vedodi Li. Erst gehe ich zu Gott, Monat Elul, und dann Rosh Hashanah, Yom Kippur, Vedodi Li. Gott kommt zu mir, gibt mir ein gutes Urteil, gibt mir alles, was ich brauche für das kommende Jahr. Okay? Monat Elul ist also Ani Ledodi. Und dann sagt Gott, dann komme ich zu dir. Vedodi Li. Gott kann auch den ersten Schritt machen. Aber das macht er schon im Laufe des gesamten Jahres. Im Laufe des gesamten Jahres, Gott weckt die Menschen auf, schickt ihnen Zeichen, schickt ihnen Simanim. Am Monat der Lulava sagt Gott, nein, jetzt musst du denn, ich möchte, dass du jetzt den ersten Schritt machst. Ich warte jetzt auf dich. Im Laufe des Jahres wartest du auf mich. Aber im Monat der Lul warte ich auf dich. Warum? Denn Tshuva, zu Gott zurückzukehren, das muss ehrlich sein. Das muss von Menschen kommen. Wenn es nicht von Menschen kommt, ist es keine Tshuva. Dann ist es wie Gott zwingt seine Menschen auf. Aufzwingen bedeutet nicht unbedingt mit Angstmacherei. Wie zu Shavuot. Chag HaShavuot steht geschrieben, Gott hat uns die Tora aufgezwungen.
es gibt der Kafale im Harike gegibt. Ja, damit heißt Gott hat über sie den Berg Sinai gehoben, hat ihnen gesagt, wenn ihr die Tora bekommt, schön, wie nicht, die Tiro Grabstätte sein. Es gibt darauf mehrere Erklärungen. Eine Erklärung ist wortwörtlich, Gott hat ihnen gedroht. Eine andere Erklärung sagt, das ist eine Hochzeit. Gott hat sie mit so viel Liebe überhäuft und Wunder überhäuft. Ägypten und so weiter, die Juden konnten gar nicht mehr Nein sagen. Er hat sie so verführt. Egal welche Erklärung du nimmst, aber es ist dieselbe Point. Es ist nicht von uns gekommen. Es war Dodili. Sagt Gott aber bei Elul, möchte ich, dass es von euch kommt, weil es ist Tshuva. Tshuva muss ehrlich sein. Wenn Tshuva nicht von dir kommt, dann ist es keine Tshuva. Der ganze Grundstein von Tshuva ist ja, dass es ehrlich ist. Sonst ist es keine Tshuva. Okay. Jetzt schauen wir uns an, Benet, meine, wir haben geredet über die Tshuva. Tshuva, das ist wirklich der Monat der Lose Tshuva, sich zu verbessern. Was bedeutet Tshuva? Wir kennen Tshuva bedeutet, dass du zu Gott zurückkehrst. Warum? So Basics Erklärung heißt, der Mensch hat gesündigt, der kehrt zu Gott zurück. Aber wir sehen allein schon hier, was Tshuva bedeutet. Tshuva bedeutet nicht, dass der Mensch beginnt, Mitzvot zu machen. Dass der Mensch beginnt, zu Gott zu beten. Tshuva ist nicht ein Beginn. Ein Beginn von etwas Neuem. Was bedeutet Tshuva? Tashuv. Aber der Barotzlück, ein Mensch war nicht religiös. Ein Mensch hat mit Gott nichts zu tun gehabt. Jetzt beginnt er, sich zu Gott zu nähern. Das ist doch keine Tshuva. Was ist das für eine Rückkehr? Er war nie dort. Das ist ein Neuanfang. Ein neuer Weg im Leben. Warum nennen wir das Tshuva? Oh, Mehmet, hier die Torah bringt uns schon bei, nur anhand des Wortes, immer wenn ein Mensch, vor allem ein jüdischer Mensch, mit Gott zu tun hat, ist es niemals etwas Neues, immer nur eine Rückkehr. Weil wir waren dort schon alle einmal. Unsere Seele war dort schon einmal. Sei es im Fall im vorigen Leben, sei es in Gan Eden, in der spirituellen Welt, wo sie geboren wurde. Aber die Seele war immer mit Gott verbunden. Denn Gott ist ihr Ursprung. Gott ist ihre Quelle. Gott ist unser Vater und unsere Mutter. Also wir waren dort schon einmal. Wir haben uns von Gott distanziert. Vielleicht nicht wir, vielleicht unsere Eltern, Großeltern. Irgendwann mal sind assimiliert. Und deshalb, wir kennen das heute nicht. Aber immer, wenn wir uns Gott nähern, ist das immer nur eine Rückkehr. Das sagt etwas aus. Das sagt etwas sehr Starkes aus. Wir haben Furcht vor einer Veränderung im Leben. Tshuva, das ist so anstrengend. Ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, wo mich das führen wird. Das ist für mich fremd. Der Mensch hat Angst vor fremden Dingen, die er nicht kennt. Sagt man ihm, mein Freund, zu Gott, sich Gott zu nähern, ist nie etwas Neues für dich. Das ist nur eine Rückkehr. Du kehrst nur zu deinen Wurzeln zurück. Warum? Du kennst deine Wurzeln nicht. Du bist so nicht aufgewachsen. Aber es ist nie etwas und es wird für dich nie was Neues sein. Das hattest du schon einmal. In einem früheren Leben. Das hattest du schon. Auch wenn du zurückgehen müsstest bis zum Berg Sinai, wo wir die Tora bekommen haben. Auch deine Seele war dort und hat gesagt, ich möchte sie haben. Der Midrash sagt, dass alle Seelen dort waren. Nicht alle waren in Körpern, aber alle waren dort. Das Wort Tshuva alleine bringt uns schon bei. Torah und Mitzvot ist für einen jüdischen Menschen niemals etwas Neues. Es ist eine Rückkehr. Und wenn es eine Rückkehr ist, ist es natürlich schon viel einfacher. Denn ich kehre zu etwas zurück, das ich immer schon einmal war. Ich kehre zu meiner Natur zurück. Ja? Ich kehre zurück zu meinen Wurzeln. Deshalb, es ist ein Fehler. Es gibt Leute, wenn ein Jude Chas v'Shalom konvertiert zu einer anderen Religion, wie nennt man das? Man nennt das, er hat gewechselt. Oder wenn kommen Christen und dann Juden, wann die missionieren. Eine Missionierung. So bringen einen Menschen von hier woanders hin. Aber unter Juden gibt es das gar nicht. Wenn ein Jude zu einem anderen Juden kommt und sagt, komm, mach Tshuva, mach eine Mitzvah, das ist nicht missionieren. Denn das, was ich ihm geben möchte, ist für ihn nicht etwas Fremdes, was Neues. Das gehört zu ihm. Das,
Er hat immer schon dazu gehört, er hat es nur nicht gewusst. Er ist nicht so erzogen worden, aber es ist immer nur eine Rückkehr zu etwas. Aber Tshuva bedeutet natürlich auch viel mehr. Was bedeutet Tshuva wortwörtlich? Schauen wir uns das Wort Tshuva an. Das Wort Tshuva besteht ja aus mehreren Wörtern. Ne? Ja, das Wort Tshuva, unteres Wort, besteht ja aus zwei Wörtern. Tashuv, hey. Was ist Tashuv? Kehre zurück. Was ist hey? Der Name Gottes. Ja? Tashuv, hey. Der Name Gottes. Und Tshuva gibt es mehrere Stufen. Das Tshuva bedeutet, dass es zu Gott zurückzukehren. Aber zu Gott zurückzukehren heißt ja nicht nur, wenn ein Mensch eine Sünde begangen hat und er kehrt zu Gott zurück. Das heißt, das in der einfachen Form. Es stellt sich um, dass wenn der Mashiach kommt, wird er auch die Tzadikim zur Tshuva bringen. Der Mashiach kommt, auch die Tzadikim werden Tshuva machen. Ein Tzadik muss Tshuva machen. Ein Tzadik ist ein Gerechter, ein tadelloser Gerechter, der hat keine Sünden. Warum sollte ein Tzadik Tshuva machen? Aber ist schon perfekt. Wenn Tshuva bedeutet, ich mache meine Fehler wieder gut oder meine Versäumnisse mache ich wieder gut, dann passt das nicht zu einem Tzadik. Wenn der Mashiach kommt, dann wird doch die Tzadikim zur Tshuva bewegen. Was heißt das? Ja, der Tshuva zu Gott zurückzukehren, heißt, sich Gott nähern. Zu Gott zurückzukehren bedeutet in seinem höchsten Level, dass die Seele dieselbe Stufe erreicht, während sie auf dieser Welt lebt, in einem Körper, so dort, wo sie war, bevor sie in den Körper gekommen ist. Bevor die Seele auf diese Welt gekommen ist, steht geschrieben, war die Seele Tachat Kiser Kavod, unter dem göttlichen Thron. Also die Seele war ganz, ganz nah zu Gott. Gott sitzt auf dem Thron, sie ist unter dem göttlichen Thron. Die Seele kommt auf diese Welt, sie entfernt sich von Gott. Und solange sie im Körper ist, eigentlich, sie ist sehr begrenzt in ihrer Fähigkeit, in ihren Fähigkeiten, in Gott zu verstehen, Gott zu lieben und so weiter. Tshuva bedeutet, dass die Seele dasselbe Level erreicht in dieser Welt, so wie bevor sie auf diese Welt gekommen ist. Dass sie so eine solche Gottesnähe erreicht. Das sind die Tzadikim. Auch die ein Tzadik. Tzadik bedeutet, er hat keine Sünden. Aber solange ein Mensch auf dieser Welt ist, er kann Tshuva machen. Weil er kann sich ja Gott immer und immer weiter nähern. Und wirklich zu kommen zu dieser Stufe, wie vor dem Fall der Seele auf dieser Welt, der Weg ist weit. Das ist auch ein vollkommener Zerweg. Er kann auch Tshuva machen, auch er muss Tshuva machen. Also Tshuva bedeutet nicht nur, dass ich, wenn ich Blödsinn gemacht habe, ich mich verbessern muss. Tshuva bedeutet auch, dass ich mich im Guten steigern kann. Von gut auf besser, von besser auf noch besser. Auch der allerheiligste Zadik, solange er in dieser Welt lebt, er kann sich noch Gott nähern. Denn auch er, nachdem er 120 Jahre hier gelebt hat, nach 120 Jahren wird seine Seele trotzdem höher sein, als was im Körper. Weil ohne Körper kann die Seele immer viel mehr steigen. Okay? Heißt also, aber okay, das betrifft durch die Tzadikim auch wir haben manchmal die Fragen uns was, wo können wir uns verbessern? Nach vorne, aber es gibt Menschen, die sagen, ich bete dreimal am Tag, ich lerne Torah. Oh, sag mal die beste Tshuva. Nehmen wir an, dir fällt nicht irgendeine Sünde ein, die du gemacht hast im letzten Jahr. Aber das heißt nicht, dass du nicht Tshuva machen musst. Tshuva bedeutet, dass du dich Gott näherst. In deinen guten Dingen musst du dich auch Gott nähern. Musst du dich steigern. Mehr Torah lernen, mehr Tzedakah geben, mehr Irat Shamaim in dir wecken, Gottesfurcht wecken und so weiter. Aber gut, aber besser, wir wissen, wo wir sind und jeder hat von uns Tshuva im allereinfachsten Sinn zu erfüllen. Okay? Gut, also das ist Tshuva jetzt. Bemet, wenn wir reden über Tshuva, der Mensch hört Tshuva, das ist für eine Last. Oh, schon wieder Monat Elul, schon wieder Tshuva. Der Mensch möchte nicht drüber nachdenken, weil der Mensch möchte keine Fehler einsehen. Das ist die Natur des Menschen. Je gröber ein Mensch ist,
je weltlicher der Mensch ist, je mehr an dieser Welt und den Genüssen dieser Welt gebunden ist, er fürchtet sich vor der Tshuva. Denn oft bedeutet Tshuva, dass der Mensch auf gewisse Dinge verzichten muss. Tshuva bedeutet, dass der Mensch mehr Zeit für seine Seele finden muss. Und das geht oft auf Kosten des Körpers. Das heißt, ein Mensch, der grob ist, er mag nicht über Tshuva hören. Aber auch so ein Mensch, wenn er sich bewusst ist, dass die Tshuva nicht eine Last ist, sondern ein großes Geschenk, das Gott einem Menschen gibt. Auch so ein Mensch, er wird die Tshuva nachlaufen. Er wird das als ein Geschenk sehen. Überlegen, dass Tshuva, Gott kommt, Gott sagt einem Menschen herzu. Wenn du deine Wege verbesserst, bin ich bereit, alles, was du bis jetzt gemacht hast, zu vergeben. Wo gibt es sowas? Das ist ein Traum, das ist eine Traumwelt. Das ist ein Traum, sowas gibt es nicht. In dieser Welt gibt es das nicht. Der Mensch macht irgendeinen Blödsinn, kriegt dafür eine Strafe. Also er kriegt vielleicht eine mildere Umstände, ja. Aber eine Strafe kriegt jeder Mensch. Eine Geldstrafe, Gefängnisstrafe, sogar ein schlechtes Wort oder ein Schimpfwort oder einen bösen Blick. Ich glaube, es ist egal, wie sich die Strafe ausdrückt. Aber für jede schlechte Sache, die du tust und du wirst erwischt, kommst du nicht ungeschoren davon. Du hast immer irgendeine Konsequenz. Kommt, die Tora sagt uns, nein, wenn es um Tshuva geht, wie es Gott von dir möchte, verbessere deine Wege und er vergibt dir. Alles. Als hättest du das nie gemacht. Fahr. Aber wenn Sie sagen, also Tshuva, ein Monat der Lohn ist vor und alles. Tshuva, ein Monat der Lohn ist wichtiger als ein Kapu zu haben? Nein, natürlich nicht. Nein. Erstens, das ist paradox, das geht nicht. Wenn ein Mensch Tshuva ein Monat der Lohn macht und dann die Tshuva war ehrlich, dann wird er Yom Kippur halten. Natürlich nicht. Was gibt es nicht? Natürlich muss Yom Kippur gehalten werden. Es ist paradox, wissen Sie, was paradox ist? Wenn man auf Monat Elul nichts gibt und dann Yom Kippur kommt und betet, als wäre es der letzte Teil des Lebens. Weil die Menschen, wie gesagt, der Mensch mag nicht über Tshuva nachdenken, er mag davor weglaufen, weil er versteht nicht die Chance. Er sieht nicht Tshuva, sieht nicht der Monat Elul seine Chance. Sieht die Monat Elul, last, aber nicht, das bringt es nicht hin. Wenn der Monat, wie wirst du vorher gesagt? Der Mensch kann versuchen wegzulaufen von der Realität, aber sie wird ihn schon einholen. Der Mensch versucht wegzulaufen vor Elul, vor Tshuva, vor Oshana, aber am Schluss die Realität wird dich einholen. Am Schluss muss der Mensch Rechenschaft ablegen von dem, den er erschaffen hat. Ob er will oder nicht will, wir stehen nicht über dem Gesetz Gottes. Der Mensch muss das einsehen irgendwann einmal. Und es ist je früher, das Gott gibt, dem Menschen nicht einen Tag darüber nachzudenken. Der Mensch hat sein ganzes Leben dafür. Und besonders hat der Mensch nochmal den ganzen Monat Elul dafür. Also Gott bereitet uns Schritt für Schritt darauf vor. Und wenn der Mensch das bis zum letzten Moment vermasselt, er sieht nicht die Realität face to face. Und das ist schade. Das ist schade. Das Tshuva im Monat Elul bedeutet, dass der Mensch der guten Realität ins Auge sieht, dass Gott bereit ist, den Menschen zu vergeben, egal was er gemacht hat. Warum die Menschen haben es schwer mit Tshuva? Warum hat der Mensch es schwer mit Tshuva? Weil er denkt, er sagt mir, nützt es nichts, ich bin, wo ich bin, ich kann mich nicht verändern. Weil er nicht weiß, was Tshuva bedeutet. Weiß nicht, was Tshuva bedeutet. Es war jetzt letztens ein Fall. Du weißt es, aber die uns zuschauen, wissen es vielleicht nicht. Ein Fall. Ein junger Mann hat Selbstmord begangen. Er hat ein einstündiges Video darüber geredet und es gerechtfertigt, warum der Selbstmord notwendig war. Ich habe das Video nicht gesehen, ich habe darüber gehört.
Es gibt viele Erklärungen, man kann darüber reden, warum, wieso und was da genau passiert ist. Aber am Schluss gibt es hier einen Faden, der all das durchzieht. Und das, dass dieser Mensch sich eingeredet hat, dass sein Fall hoffnungslos ist. Dass er aus irgendeiner Situation nicht raus kann. Deshalb hat er keine andere Wahl. Die Tshuva im Monat Elul bringt uns das Gegenteil bei. Es gibt nicht so etwas wie eine hoffnungslose Situation. Der Mensch kann Tshuva machen und Gott akzeptiert seine Tshuva. Wen? Das ist die Pointe. Und der Mensch, er will es nicht glauben oder er kann es eher nicht, weil das ist, glaube ich, eine Einstellungssache. Wenn ein Mensch sagt, ich kann nicht Tshuva machen, weil ich bin im hoffnungslosen Fall, weil ich kann mich nicht verändern, dann versteht er nicht die Kraft von Tshuva. Die Kraft von Tshuva bedeutet, dass Gott einem Menschen sagt, egal was bis jetzt war, du kannst sein ein neuer Mensch, du kannst dich verändern. Das bedeutet Tshuva. Tshuva ist, dass der Mensch sich verändert. Dass Gott uns die Möglichkeit von Tshuva gibt, bedeutet, dass wir die Kraft haben, uns zu verändern. Denn von der Tshuva ist niemand befreit. Tshuva muss sowohl machen ein 20-jähriger Mann, der das Leben noch vor sich hat und jung hat und Kraft hat. Tshuva muss auch ein Mensch machen und mit 120, wenn er liegt im Sterbebett. Doch er muss Tshuva machen. Wie kann er sich noch verändern? Und Gott sagt, doch er kann sich verändern. Tshuva bedeutet, dass wir die Kraft haben, uns zu verändern. Tshuva bedeutet, dass es keinen hoffnungslosen Fall gibt. Das bedeutet Tshuva. Und wenn ein Mensch sich das einprägt, er wird die Tshuva sehen als eine Chance, als eine riesengroße Gelegenheit, die es nirgendwo auf der Welt hat. Du wirst sie ergreifen. Aber wir wollen noch ein bisschen tiefer schauen. Wir reden über Tshuva. Wir reden über die Tshuva. Jahr für Jahr kommt der Monat Elul, wir reden über die Tshuva. Wir reden im Laufe des Jahres über die Tshuva. Der Mensch weiß, was Tshuva bedeutet. Und trotzdem, irgendwo bleibt der Mensch stecken. Er weiß über Tshuva. Er möchte sich sogar verändern. Er weiß, er hat Fehler. Und trotzdem, er schafft es nicht von dort hinaus. Wie? Er weiß, ja, wir glauben an Tshuva, wir glauben an Shema Yom Kippur, aber wir schaffen es schwer, uns zu verändern. Lama. Oder in anderen Worten, wie können wir uns verändern? Wie können wir seriös Tshuva machen? Über Tshuva reden, weil ich erlaube es mir zu sagen, ein Mensch, der jeden Tag Slichot geht, 40 Tage lang Slichot geht, heißt nicht, dass er Tshuva gemacht hat. Weil er kann nach 40 Tagen genau dasselbe sein wie vor 40, wie davor. Nein, wie Slichot dir sagt, haben seine Behandlung eine Wirkung. Das ist keine Frage, weil er betet zu Gott. Er gibt sich Mühe, steht in der Früh auf. Aber das ist nicht, dass er Tshuva gemacht hat. Wieso ein Mensch kann 40 Tage lang Slichot sagen? Das ist anstrengend. Aber es fällt ihm schwer, Tshuva zu machen. Ja, weil 40 Tage aufzustehen, verpflichtet dich nur für 40 Tage. Aber Tshuva ist eine seriöse Sache. Das ist nicht heute, ja, morgen, nein. Das ist genug für das ganze Leben. Der Mensch ist bereit, eine Veränderung im Leben zu machen für eine gewisse Zeitspanne. Dann hat er gesagt, ich kann mich nicht verändern. Wie kommt das? Wie kommt der Mensch raus aus diesem Teufelskreis? Er lernt Tshuva, er möchte Tshuva machen. Monat Elul. Aber er bleibt irgendwo stecken, das bleibt alles nur in der Theorie und im guten Willen, im Herzen. Es ist eine Sache, die alle Spielregeln verändert. Das nennt sich, dass der Mensch Verantwortung für seine Taten übernehmen muss. Ein Mensch wird nur dann seriös Tshuva machen können, wenn er für seine Taten Verantwortung übernimmt. Wenn er zugibt, ja, das war meine Schuld und ja, nur von mir hängt es ab, mich zu verbessern. Nur dann, wenn der Mensch nicht die Verantwortung auf andere schiebt,
sondern sich als alleinigen Faktor akzeptiert für sein Versagen und für seine Tshuva, nur dann wird er sich verändern können. Es reicht nicht, dass der Mensch einsieht einen Fehler, sagt, ja, ich bin schuld, das reicht nicht. Sondern er muss auch wissen, er ist der einzig Verantwortliche für diesen Fehler. Ja, pass auf, was ich dir sage. Das sind nicht leere Worte. Immer wenn ein Mensch bleibt immer stecken bei Tshuva, weil er immer sucht andere, die schuld sind daran. Er gibt zu, dass er mitschuldig ist. Er sagt, ich bin auch schuld. Aber dabei, was ist das Problem? Alle machen das. Oder ich wurde so erzogen. Oder ich habe so einen Yetzerah. Dann wird er nicht Tshuva machen können. Weil er wird immer den Punkt haben, wo er sich festhalten kann, nicht wegen mir. Das ist nicht meine Schuld. Das ist berechtigt. Berechtigt, du Gott will schon verstehen, weil da gibt es noch 1%, das hängt nicht von mir ab. Aber dann wird er Tshuva nicht machen können. Sieh, pass auf. Der Ramban, Maimonides haben wir gehört, hat viele Bücher geschrieben. Der Maimonides in dem ersten Buch, Sefer Hamada, ersten Buch von ihm, von den Halachot, es gibt ein Kapitel über Tshuva. Und er schreibt dort Hilchot Tshuva, alle Gesetze über die Tshuva. Und dort der Rambam, gerade dort, wenn es um Tshuva geht, spricht der Rambam über das Prinzip der freien Wahl. Wissen, freie Wahl ist im Judentum ein Prinzip, ein Glaubensgrundsatz. Und der Rambam sucht, er hat geschrieben viele Bücher, 14 Bücher hat er geschrieben über Halachot. Aber der Rambam sucht sich gerade aus die Halachot über Tshuva, um dort ein Kapitel zu widmen über Prachovshit, freie Wahl. Warum gerade bei Tshuva? Der Mensch hat überall freie Wahl, nicht nur bei Tshuva, es gibt 613 Mitzvot, Tshuva ist eine Mitzvah davon. Warum gerade, wenn es um Tshuva geht, tut der Rambam das Thema rein von freie Wahl? Weil der Rambam möchte damit sagen, dass das Wesen der Tshuva, möchtest du wissen, was Tshuva auf einem Punkt ist? Das ist freie Wahl. Dass der Mensch akzeptiert, dass alles nur von ihm abhängt. Tshuva hängt nur von dir ab. Das, was du gemacht hast, das war deine Schuld. Und das, was du machen wirst, bist alles nur du. Freie Wahl bedeutet, das hängt nur von mir ab. Ich bin der Einzige, der darüber entscheidet. Über das, was ich gemacht habe und vor allem über das, was ich machen werde. Nicht jemand anderer. Solange der Mensch das nicht akzeptiert, er wird nicht Tshuva machen können. Er wird es immer schieben auf andere. Tshuva heißt, der Mensch nimmt Verantwortung für seine Taten. Und dann kann er auch entscheiden für die Zukunft. Menschen sagen, ich möchte Tshuva machen, ist aber schwer. Was bedeutet sie schwer? Lies raus aus den Leuten. Frag sie aus, was ist es, sie schwer zu Hause machen? Weißt du, es werden nicht sagen, es ist schwer, weil es von mir abhängt. Es ist schwer, weil ich früh arbeiten muss. Es ist schwer, weil Mama und Papa. Es ist schwer, weil der Job. Es ist schwer. Es ist schwer. Er wird sagen, ich. Vielleicht an letzter Stelle. Ja, das ist auch ein Faktor, aber das ist nicht der Hauptfaktor. Aber Tshuva bedeutet, nach vorne ist es schwer, aber du am Schluss, du entscheidest. Nicht zu 1%, zu 100% ist das nur deine Entscheidung, das ist deine eigene, das ist deine Wahl, das hängt nur von dir ab. Es gibt einen Midrash. Midrash? Der Midrash sagt so. Ruven war der Erste, der Tshuva gemacht hat. Ruven war der Erste, der Tshuva gemacht hat. Wir alle kennen die Geschichte von Ruven, ja? Ruven war einer der 12. Ja! Ruven, sagt der Midrash, war der erste Mensch, der Tshuva gemacht hat. Also vielleicht. Wer war Ruven? Was war die Geschichte? Du wissens, Asra. Ruven war einer der 12 Söhne von Jakob. Jakob hatte 4 Frauen. Lea, Rachel, Silpa, Bilha. Lea und Rachel waren seine angeheiratete Frauen. Silpa und Bilha waren seine Nebenfrauen. Nachdem Rachel gestorben ist, sollte es eigentlich sein, dass jetzt Jakob sein Schlaflager überträgt zu Lea. Das war seine zweite Frau. Aber nein, Rachel hat sein Schlaflager zu Bilha übertragen. Bilha war die Magd von Rachel.
und Ruven war der Sohn von Lea. Das hat ihn sehr beleidigt. Er hat gesagt, wie? Mein Vater beleidigt meine Mutter. Für ihn ist die Nebenfrau wichtiger als seine zweite eheliche Frau. Und die Torah erzählt, dass Ruven hat sein Schlaflager genommen von Jakob und es gebracht in das Zelt von Lea. Aber das war ein respektloser Akt, weil Kinder mischen sich nicht an in eheliche Angelegenheiten der Eltern. Gell? Und Ruven hat dafür Tshuva gemacht. Und der Midrash sagt, Ruven war der Erste, der Tshuva gemacht hat. Überhaupt der erste Mensch auf der Welt. Und das ist die Frage, schreit zum Himmel, wie der erste Mensch. Wir sind Adam. Schon Adam hat auch getan. Adam hat auch Tshuva gemacht. Adam hat gegessen von der verbotenen Frucht. Er hat nicht Tshuva gemacht. Aber er hat Tshuva gemacht am Schluss. Er hat auch Fehler eingesehen. Ja, aber damals schon, als Gott mir gesagt hat, wer hat dir gesagt, wer hat dich, warum hast du den Apfel gegessen? Was hat er dann gesagt? Die Frau, die du mir gegeben hast, sie ist schuld. Ich bin auch schuld, ich bin nicht auch schuld, aber sie ist auch schuld. Er hat sofort gesucht, er hat gesagt, ich bin nicht alleine schuld, er ist noch einmal der Schuld hat. Kain hat seinen Bruder Hevel ermordet. Gott fragt ihn, wo ist dein Bruder Hevel? Was sagt ihm Kain? Hashomer achi anochi. Bin ich der Hüter meines Bruders? In anderen Worten, er ist selber schuld für seine Fehler. Einfach erklärt, Kiloa, Kain sagt, ich weiß nicht, so ist. Und tiefer erklärt heißt das, ich bin nicht sein Aufpasser. Er ist selber schuld für seine Fehler. Sie haben ihn umgebracht, weil er hat auch gesündigt. Er hat sich provoziert oder was auch immer. Gell? Alle bis Ruven haben immer die Schuld gesucht der anderen. Ruven war der Erste, der gesagt hat, ich bin der alleinig Schuldige. Und nur ich kann Tshuva machen. Das hängt nur von mir. Deshalb sagt der Midrash, er war der Erste, der Tshuva gemacht hat. Er hat Tshuva gemacht aus eigener Initiative. Gott hat ihm nicht gesagt, mach Tshuva. Niemand, Jakob hat auch nicht gesagt, mach Tshuva. Er von alleine ist gekommen und hat gesagt, ich habe einen Fehler gemacht und ich werde ihn reparieren. Na? Wette, die Geschichte von Judah war danach. Aber auch Judah war nicht. In dieser Sache war Ruven größer als Judah. Weil Judah hat ja auch nur Tshuva gemacht, weil die Gefahr bestand, dass man Tamar und ihre Zwillinge im Bauch verbrennen würde. Sonst hätte er sie nicht zurückgegeben. Ruven hingegen, niemand hat ihn aufgefordert, Tshuva zu machen. Das hat ich ausgemacht. Okay? Auf eine ähnliche Sache stoßen wir auch in der Gemara. Auch die Gemara erzählt uns eine bekannte Geschichte von Elazar ben Rudaya. Elazar ben Rudaya war ein großer Mann, ein großer Talmid Chacham, ein großer Gelehrter, der ist vom Weg abgedriftet. Und er hat alle Sünden auf der Welt gemacht. Und er hat mit jeder sündvollen Frau gesündigt. So sagt die Gemara. Und einmal war er dabei und diese Frau, also sie haben miteinander gestritten und die Frau hat ihm gesagt, du bist so tief gefallen, dass du nicht einmal mehr Tshuva machen kannst. Anscheinend. Er hat das so schwer genommen, er hat das so zu Herzen genommen, ihre Aussage. Kilo, wer ist überhaupt diese Frau, dass sie mir sowas sagt? Kilo, das soll gesagt, du bist so tief gefallen, dass du nicht einmal mehr Tshuva machen kannst. Gut, und der Talmud erzählt, er ist rausgelaufen, er ist weggelaufen. Talmud erzählt folgende Geschichte. Ja, Rabbi Elazar hat gesprochen zu den Bergen, hat den Bergen gesagt, Berge und Hügel, betet für mich. Haben die Berge ihm gesagt, nein. Bevor wir für dich beten, beten wir schon für uns selbst. Und dann hat er sich gewendet an Himmel und Erde. Betet für mich! Haben sie ihm gesagt, nein. Bevor wir für dich beten, beten wir für uns selbst. Und dann hat er gerufen zu den Sternen. Ja, Sternen. Betet für mich! Sie haben ihm gesagt, nein, wir beten nicht für dich. Dann sagt der Talmud, Rabbi Elazar ben Rudaya hat gesagt, ich sehe also ein, dass es nur von mir abhängt. Und er hat seinen Kopf getan zwischen seine Knie und hat begonnen zu weinen, bis er gestorben ist. Also er hat Tshuva gemacht. Dann eine Stimme vom Himmel ist gekommen und hat gesagt,
Rabbi Lazar oder ist willkommen in der künftigen Welt, in Gan Eden. Was heißt das? Rabbi Lazar, wenn du sagst, er wendet sich an Hügel, an Berge, an Sonne, an Himmel, Erde. Was ist das? Was ist das für eine komische Geschichte? Was will das, was er mit wem? Was will uns damit sagen? Bitte erklärt, die Kommentatoren erklären uns folgende Sache. Rabbi Lazar ben Obadiah, er redet, zum wem redet er? Er sucht bei anderen Verantwortung. Er sagt, ihr seid schuld. Ihr müsst nicht beten, weil ihr seid schuld. Er richtet sich an Berge und Hügel. Das ist Vater und Mutter. Er sagt, Papa, Mama, ihr seid schuld. Weil ich bin von euch gekommen. Ihr habt mich nicht richtig erzogen. Ihr habt nicht auf mich aufgepasst. Ihr müsst für mich beten. Ihr habt Anteil an meinen Sünden. Ihr müsst für mich beten. Und er sagt, nein. Bevor wir für dich beten, beten wir für uns selber. Du bist für dich selbst verantwortlich. Dann wendet er sich an Himmel und Erde. Wer sind Himmel und Erde? Das ist seine Umgebung, seine Gesellschaft, Freundeskreis und so weiter. Sagt, ihr seid schuld, ihr seid mitschuldig, dass ich so bin, dass ich zu dir gefallen bin. Müsst du nicht beten? Er lebt auch Anteil an deinen Sünden. Und er sagt, nein, wir beten lieber für uns selbst. Am Schluss errichtet sich an die Sterne, Sternenkörper. Was ist das? Das ist die Natur des Menschen. Das ist Kilo. Sein Teva, seine Natur, mit dem er sagt, mein Yetzer ist schuld. Ich bin so, ich habe böse Triebe. So, bete für mich, hör auf damit. Sagt man, nein, musst du selber machen. Als er eingesehen hat, das hängt nur von mir ab. Denn ich bin verantwortlich für meine Taten. Nur ich, der begonnen um zu weinen und sollte Tshuva gemacht. Tshuva bedeutet, dass der Mensch Verantwortung übernimmt für seine Taten. Das bedeutet Tshuva. Nur dann wird der Mensch sich verändern können. Wenn er sagt, das hängt nur von mir ab. Wenn? Nur dann. Das ist, wenn er immer sucht bei anderen die Schuld und die Verantwortung, wird es sehr schwer, um sich zu verändern. Also der Monat Elul also ist der Monat von Anil Dodi. Der Mensch macht Tshuva, der Mensch verbessert seine Wege. Und dann zu Rosh Hashanah und Yom Kippur kommt der zweite Vers, zweite Teil. Ve Dodi Li, Gott kommt uns entgegen, gibt uns Ktiva V'Chatima Tova und so weiter. Aber damit die Wahrheit ist, dass sogar im Monat Elul macht Gott den ersten Schritt. Auch im Monat Elul, Gott lässt uns nicht allein. Wir sind nicht auf uns allein gestellt. Kommt runter. Wie kommt er runter? Es gibt ihn. Admor Azaken bringt in der Torah eine fantastische Metapher, was der Monat Elul bedeutet. Er nennt es, der König ist im Feld. Er schreibt dort, er bringt ein Gleichnis. Ein König, bevor er kehrt zurück in seinen Palast, er war auf einer Reise, er kehrt zurück in seinen Palast, er kommt auf die Felder. Und auf dem Feld gibt es Leute, die arbeiten in ihren schmutzigen Gewändern. Niemand bereitet sich darauf vor, dass der König kommt. Normalerweise zum König musst du dich vorbereiten. Nicht jeder kann zum König rein. Du musst Kriterien erfüllen. Aber auf dem Feld, wo du bist in deiner Welt, bei dir zu Hause und der König kommt, du musst dich nicht vorbereiten. Der König kommt und alle kommen zu ihm. Alle sehen ihn. Alle können bitten, was sie wollen. Aber dann, wenn der König kehrt zurück in seinen Palast, nur noch die auswählen sind, können rein, können Audienz. Das ist Rosh Hashanah und Kippur, der König im Palast. Das sind Feiertage, man darf nicht arbeiten, man zieht sich schön an. Um uns vor Gott zu treten, musst du dich vorbereiten. Es gibt Shofar, es gibt Yom Kippur, es gibt viele Dinge, um dich vorzubereiten. Aber der Monat davor, der Monat Elul, da ist der König auf dem Feld. Das bedeutet, dass im Monat Elul Gott befindet sich mit uns auf dem Feld. Feld bedeutet profane Welt, nicht Palast. Wir sind beschäftigt, der Monat Elul ist kein Feiertag, sondern ein profaner Monat. Das ist ein gewöhnlicher Monat, wir arbeiten, aber was? Das ist ein Monat, wo Gott auf dem Feld ist, wo Gott mit uns ist. Und das ist der Push, den Gott uns gibt in den Monat Elul. Im Monat Elul
ihr könnt zu mir, ihr könnt vor mich treten, mit euch mit Uniform, mit schmutzigen Gewändern. Schmutzige Gewänder heißt mit Sünden. Der Mensch im Monat der Gott hat noch Sünden. Ist doch nicht sauber. Gott sagt aber, du kannst vor mich kommen mit deinen schmutzigen Gewändern, mitten in der Arbeit, obwohl du bist tief mit dem Kopf in der profanen Welt. Du kannst zu mir kommen, alles was du möchtest, ich habe ein offenes Ohr für dich. Jetzt, auch im Monat Elul, eigentlich macht Gott den ersten Schritt. Er, wie sagt man, der Monat beginnt, er ist schon da. Wir müssen ihn nicht suchen. Er ist da, er ist neben uns, er ist mit uns. Aber, er verbirgt sich ein bisschen. Er möchte, dass wir, weißt du, dass wir ihn suchen hinter den Büschen sozusagen. Aber er ist da. Wir müssen nicht weit gehen. Wir müssen nicht warten, bis auf Yom Kippur und dann an die Audienz gehen. Dann vielleicht schon zu spät. Monate Elul ist eine Zeit, wo Gott ist nahe zu uns, sehr nahe zu uns. Praktisch heißt das, im Laufe des gesamten Jahres, Gott erweckt zwar den Menschen, aber das hängt ab von den Zchuyot. Ja, Gott erweckt den Menschen, macht Tshuva. Wovon hängt das ab? Es hängt ab, welches Zchuyot der Mensch hat. Oder welches Zchuyot seine Privilegien. Der Mensch braucht ein Privileg, dass Gott ihn erweckt. Wenn er nicht hat, seine Vorväter haben. Dadurch steht geschrieben, dass ein Tzadik Ben, ein Gott erhört die Gebete von einem Tzadik Ben Tzadik mehr als von einem Tzadik Ben Rasha. Ja, Gott erhört die Gebete von einem Menschen, der ein Gerechter ist und Sohn eines Gerechten ist, mehr als die Gebete von einem Gerechten, der Sohn von einem Rasha ist. Woher lernen wir das? Von Rivka und Yitzchak. Rivka und Yitzchak haben 20 Jahre für Kinder gebetet. Und die Tora sagt, dass Rivka und Yitzchak haben sich gestellt in zwei Ecken, jeder hat gebetet zu Gott. Aber die Tora sagt, dass Gott die Gebete von Yitzchak erhört hat. Warum nicht von Rivka? Weil Rivka war eine gerechte Frau, weil sie war die Tochter von schlechten Menschen. Aber Yitzchak war ein gerechter Sohn von Gerechten, Avraham Avinu, weil Gott ihn zuerst gehört. Im Laufe des Jahres, Gott erweckt den Menschen, schickt ihm Zeichen, aber das hängt auch von seinen Privilegien ab. Aber im Monat der Lul braucht der Mensch keine Privilegien. Gott ist nahe zu ihm. Alles wird. Der Mensch muss nur, er muss nur die Augen aufmachen. Ja? Wenn der König am Feld ist und du schläfst, hast du ihn verpasst. Der Mensch muss seine Augen aufmachen. Muss wachsam sein. Gell. Gut. Deshalb, weil der Monat Elul so besonders ist und jeder hat auch seine individuelle Aufgabe der Tshuva, gibt es nichtsdestotrotz im Monat Elul gewisse Dinge, die sind für alle Menschen gleich. Und wir wissen, der Mensch sollte sich im Monat Elul vor allem stärken in drei Dingen. Nämlich den drei Dingen, auf denen die Welt steht. Als Shloshat Brit Omed Olam, sagt die Mishnah, drei Dingen steht die Welt, Al HaTorah, Ve'al HaAvodah, weil Gvilut HaChassadim, die Welt steht auf dem Torah-Studium und auf der Arbeit, gemeint ist Opferdienst in unserer Zeit, ist das Gebet und Gvilut HaChassadim und der Tzedakah. Auf diesen drei Dingen steht die Welt. Der Mensch im Monat Elul muss sich konzentrieren auf diese drei Dinge. Mehr Torah lernen, mehr investieren in Gebet und mehr investieren in Tzedakah. Das ist aber kein Zufall, dass wir diese drei Dinge besonders im Monat Elul machen sollen. Weil diese drei Dinge sind genau das Gegengewicht zu den Sünden, die wir gemacht haben im Laufe des Jahres. Und die uns jetzt verfolgen, bis auch schon im Kippur. Ihr müsst verstehen, der Satan, der Teufel, auch von Gott geschickt, und Malachi Chabalah, alle diese die schlechten Engel, die Menschen verfolgen, auch sie wollen mit den Menschen abrechnen, bevor vor Rosh Hashanah. Monat Elul ist der Monat der Abrechnung. Im Guten und im Schlechten. Sagen, der Mensch hat gesündigt im Laufe des gesamten Jahres und bis jetzt hat man ihm nichts getan, dann jetzt rechnen wir ab, bevor es zu spät ist, rechnen wir jetzt mit ihm ab. Und deshalb, die schlechten Taten folgen den Menschen im Monat Elul. Vielleicht mehr als im Rest des Jahres, wenn man lieber will, das neue Jahr sauber beginnen. Auch der Teufel möchte das neue Jahr sauber beginnen. Ich habe bestraft dich, dich bestrafen muss ich. Ich möchte nicht Schulden haben von letztem Jahr, die er noch strafen muss im neuen Jahr. Möchte er fertig, möchte seine Arbeit erledigen. Von Jahr zu Jahr, da der. Er arbeitet sauber, er arbeitet ordentlich, der Teufel.
Und deshalb, wir stärken uns in diesen drei Dingen und sie sind ein Gegengewicht für die Sünden, von denen wir uns noch nicht befreit haben, weil wir sind im Prozess der Tshuva, aber wir wollen auch nicht, dass sie uns einholen, bevor wir Tshuva gemacht haben. Das sind diese drei Dinge. So, was ist Torah? Der Mensch soll mehr Torah lernen. Warum? Es steht geschrieben, die Vrei Torah Kultin. Unser Parashat Shoftim redet über ihre Miklat, Flüchtlingsstadt. Wenn ein Mensch jemanden unabsichtlich gemordet, getötet hat, muss er flüchten in die Flüchtlingsstadt, damit die Bluträcher, die Verwandten von den Getöteten, ihn nicht umbringen. Er muss sich flüchten. Auch wir bringen durch eine Sünde unsere Seele um. Manchmal unwissentlich, manchmal wissentlich. Und wir müssen auch flüchten vor dem Bluträcher. Wer ist der Bluträcher? Das ist der Teufel. Er will uns jetzt bestrafen dafür. Es ist eigentlich nicht er. Tatsächlich, jede Sünde, die wir machen, sie bringt einen Ankläger auf die Welt. Und dieser Ankläger verfolgt uns. Unsere Sünde selbst ist es, die uns verfolgt eigentlich. Nein, nicht Menschen, nicht über Menschen, eine spirituelle Sache. Und der Mensch muss sich flüchten, sich schützen. Es steht geschrieben, wo ist die Flüchtlingsstadt heute? Das ist die Tora. Die Vrei Torah Koltin. Die Tora ist ein Schutz vor dem Blutrechen. Das bedeutet, dass ein Mensch, er schützt sich im Monat Elul vor der Abrechnung der Sünden sozusagen, indem er sich flüchtet in die Synagoge quasi, in die Tora. Indem er mehr investiert in die Tora. Wissen, David Amelech, der Todesengel konnte ihn nicht holen. Er konnte nicht holen, bis aufgehört der Torah zu lernen. Oder Abaye konnte nicht holen, bis aufgehört der Torah zu lernen. Also die Torah schützt den Menschen. Und das dort dann das Welle nicht gegen Sünden, weil ihre Zeit war gekommen. Umso mehr, wenn die Zeit des Menschen noch nie gekommen ist. Das ist eine Sünde, die Torah schützt. Gut, dann das Gebet, die Tfila, der Mensch soll sich stärken in dem Gebet. Wissen, wir sagen, man sagt Zlichot, man sagt mehr Tehillim jetzt in dieser Zeit. Warum Tfilah? Weil das Gebet hat die Kraft, Dinge, Urteile aufzuheben, die bereits abgeschlossen und sogar versiegelt wurden im Himmel. Man sagt das vor allem über Tehillim. Tehillim, das Sprechen von Tehillim, hat die Kraft, bereits besiegelte Urteile aufzuheben. Und wenn das will. Gott hat schon den Urteil den Menschen besiegelt. Der Mensch, durch das Tehillim lesen, hat die Kraft, das aufzuheben. Vor allem Kapitel Kaf Zayin, 27. Le David, Uri Veishi. Weil in diesem Kapitel wird Rosh Hashanah, Yom Kippur und Sukkot angedeutet. Und auch der ganze Monat Elul, die Tshuva. Ja? Alle Tehillim, aber vor allem dieses Kapitel. Und Gmilut Chassadim, das ist mehr Wohltätigkeit, Zdaka, aber nicht nur Zdaka, Geld. Gemeint ist wohltätig sein. Ahavat Israel, helfen. Bikur Cholim, Achnasat Orchim. Alle diese zwischenmenschlichen Gebote, okay? Warum ist das so wichtig? Denn indem der Mensch mit anderen Menschen gütig ist, ist man auch im Himmel gütig zu ihm. Im Monat Elul wollen wir alle die Gnade Gottes haben. Wir wissen, wir haben Sünden. Wir wissen, wir sind keine Tzadikim. Das heißt, wir alle sind von der Gnade Gottes abhängig. Wir alle wollen, dass Gott uns vergibt. Nicht, weil wir es verdienen, sondern weil er gnädig mit uns sein soll. Sagt Gott, möchtest du von mir Gnade haben? Sei gnädig zu anderen. Wenn ein Mensch gütig ist, gnädig ist zu anderen Menschen, er erweckt bei Gott Midat HaRachamim. Er erweckt bei Gott auch das Attribut der Gnade, der Barmherzigkeit über ihn. Und das braucht der Mensch vor allem im Monat Elul. Nein, also wir haben den Monat Elul begonnen, wir haben jetzt den 5. Elul, der beginnt. Hey Elul, das ist ein Monat, wo der Mensch sich zusammenreißen muss. Aber nicht, ich habe letztens gehört, wo. Der Mensch sagt, Tshuva, Tshuva, wo bin ich? Ich bin so weit weg von Gott, ich soll Tshuva machen. Wie viel werde ich schon schaffen, wie es Rosh Hashanah? Aber wir alle wissen, die Torah glaubt an kleine Schritte.
Und wir sagen das immer, und man muss es immer noch mal sagen. Die Torah verlangt nicht, dass ein Mensch perfekt ist. Tshuva ist vor allem eine seelische, eine Bewegung im Herzen. Natürlich sind es Taten, aber es ist vor allem eine Seelenstimmung, eine Einstellungssache. Tshuva bedeutet, dass ich einen neuen Weg einschlage, einen richtigen Weg einschlage. Es kann sein, dass du kleine Schritte machst, aber du bist auf dem richtigen Weg. Es kann sein, dass du sehr oben bist, aber du bist auf dem falschen Weg. Weil du bleibst stehen. Wenn du stehen bleibst und nicht weitergehst, das heißt, du bist am falschen Weg. Tshuva bedeutet weitergehen, im richtigen Weg. Ja, da stellt sich vor, das ist wie ein Mensch, er möchte fahren von einem Platz zum anderen. Da irrt sich, ui! Er ist schon gefahren. Die meiste Strecke falsch. Und vor der letzten Stunde irrt er und er steigt aus und sucht den Zug auf der anderen Seite, damit er zurückfährt. Und es gibt einen anderen Menschen, er hat sich überhaupt nicht geirrt. Er ist gefahren den geraden Weg. Wer von beiden hat Tshuva gemacht? Es gibt einen Menschen, er fährt falsche Richtung. Er fährt anstatt von Salzburg nach Wien, er fährt von Salzburg nach woanders hin. Und der eine Station, bevor er ankommt, er sagt, jetzt packt sich, ich habe mich geirrt. Er sofort steigt aus und sofort sucht den Zug zurück nach Wien. Er ist von Wien sehr weit weg. Aber er hat eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Er macht Tshuva, obwohl er weit weg ist von Wien. Ein anderer Mensch hingegen, er ist viel näher zu Wien. Und trotzdem, er macht keine Tshuva. Denn er hat nicht eingesehen, dass er falsch fährt. Er fährt vielleicht überhaupt nicht, er ist stehen geblieben. Er ist zu Wien zwar näher von der Entfernung, aber in seiner Einstellung, er macht überhaupt nicht Tshuva. Und der viel weiter weg ist, aber er ist schon auf dem richtigen Weg, er macht Tshuva. Das Tshuva wird nicht gemessen unbedingt, wo du bist und wohin du gehst. In welche Richtung du gehst. Wenn du gehst in der richtigen Richtung, machst du Tshuva. Wenn du stehen bleibst und sogar die falsche Richtung gehst, auch wenn du vom Ziel zwar, du bist näher zum Ziel, aber gehst, du entfernst dich vom Ziel, so ein Mensch ist weiter weg vom Ziel als jemand, der vom Ziel weit weg ist, aber in die richtige Richtung zum Ziel geht. Er ist hier, das Ziel ist hier, er ist da und geht so, er ist da und geht so, er ist dem Ziel näher als er. Weil er geht in die richtige Richtung. Tshuva bedeutet die richtige Richtung, egal wie weit das noch ist. Das ist ein kleines Schritt. Chazakim und Brokim Tiyo.